Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Kressgarage. Heute soll es um diesen schönen Golf gehen von Tamiya, so wie er Boxart ist. Da will ich aber ein bisschen was ändern. Und ich habe mir gedacht, da nicht jeder einen Plotter zu Hause hat, um sich dafür die Sticker fertig zu machen, setze ich mich mal in den Rechner und bastel dafür was. Denn so wie er hier ist, ist er ja nicht so richtig schön. Also so wurde er theoretisch bei den Testfahrten benutzt. Da gab es schon so ein paar Sponsoren, standen fest. Pirelli, ähnliche, aber die Hauptsponsoren standen nicht fest. Das erste Mal richtig aufgetreten ist er dann auf der Rallye Monte Carlo. Dort ist er zweimal gestartet mit der Nummer 7, so wie hier mit TA, also Triumph Adler Computer als Hauptsponsor. Und hier die Nummer 7 habe ich mir ausgesucht. Das ist sozusagen der vorjährige Weltmeister in Gruppe A gewesen. Gruppe B gab es ja nicht mehr. Das Design möchte ich also machen. Dafür habe ich mich an den Computer gesetzt und ein bisschen was umgesetzt. Es gab den Wagen noch mit ein paar anderen Designs. Die will ich aber nicht umsetzen. Ich habe mich für das hier TA Triumph Adler Computers Design entschieden. Dafür habe ich zwei Stickerbogen entworfen, die ihr sogar auch kriegen könnt. Ich habe ein paar mehr gemacht, denn so ein Stickerbogen drucken ist gar nicht so günstig. Und damit ich die selber für mich in guter Qualität habe, habe ich ein paar mehr gemacht. Und davon könnt ihr jetzt auch was haben. Also in diesem Video geht es um die Sticker. Lass uns darüber mal reden. So, als erstes zeige ich euch nochmal die beiden Stickerbögen, die ich gemacht habe. Es sind zwei Stück. Diese beiden hier, einmal sind sie leicht unterschiedlich. Der eine ist auf komplett weiß gedruckt. Das ist der hier mit der Nummer 7 und dem großen TA-Logos. Das heißt, die Sticker sind nicht vorgeschnitten, die müsst ihr noch selber ausschnitten. Aber es ist eine sehr hochwertige, aber auch sehr dünne Folie. Das heißt, man hat keine großen Kanten. Die müsst ihr nur rundherum selber noch ausschneiden. Da müsst ihr gucken, ich habe so leichte Linien dazu gesetzt, dass man es gut machen kann. Und dieser Stickerboden, der ist auf transparent gesetzt. Das heißt, die Farben sind jetzt leicht durchsichtig. Das Schwarz funktioniert auf allen Farben eigentlich. Aber jetzt zum Beispiel mit den Orangetönen und so, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass der Hintergrund weiß ist oder sehr hell ist. Dann habe ich jetzt hier nochmal schwarze Folie. Das ist einmal ein schwarz matt. Damit mache ich die seitlichen Stoßfänger, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, und nochmal eine rote Linie, so wie es der GTI halt hat. Da schneide ich mir auch noch zurecht. Ich habe noch eine Schneidematte, ein Alu- oder ein Metall-Lineal und ein Cuttermesser, und damit fange ich mal an. So ein paar Sticker habe ich schon mal vorausgeschnitten, damit das hier nicht zu lange dauert. Ihr seht schon, das TA zum Beispiel, da muss ich noch ein bisschen was machen. Die 7 ist schon fertig, eins der Rallye-Schilder ist schon fertig und hier der Startort Bad Homburg. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal die restlichen Sticker. So ein paar fehlen ja hier noch. Ich habe zweimal die Nummern, dann gibt es noch so ein paar Sticker, die ich mir da in mühevoller Kleinarbeit an Computern und aus verschiedenen Bildern zurechtgesucht habe, um sie hier in hochwertiger Qualität auch zu haben. Hier unten sind nochmal zwei extra Sticker, die kommen, sind eigentlich für diesen Stickerboden, das zeige ich euch aber später nochmal, warum es da genau liegt. Jetzt schneide ich erstmal weiter aus. Ich habe hier so ganz feine Linien noch neben das Orange gesetzt, damit ihr halt genau wisst, wo ihr schön parallel oder wo ihr schön schneidet, um den gleichen Abstand zu haben, damit die orangen Buchstaben mit dem weißen Rand, so wie es im Original ist, hier sehr schön rausstechen. Das mache ich jetzt hier mal noch, die letzte Fläche in der Mitte rausschneiden. Das sind hier sozusagen die beiden, hier seht ihr nochmal die Linien so ein bisschen besser. Könnt ihr von außen gut mit der Schere arbeiten, ich arbeite immer gerne mit dem Cuttermesser. Macht da eigentlich sehr gute Erfahrung mitgemacht. So, ein paar mehr Sticker brauchen wir auch noch. Jetzt nehme ich mal hier den runden Sticker, der kommt hinter den Fahrer an die hintere Heckscheibe sozusagen oder an die hintere Seitenscheibe. Und das schneide ich jetzt hier aus, indem ich einfach sozusagen den Sticker schön drehe. Und dadurch kriege ich einen sehr recht gleismäßigen runden Schnitt hin. Könnt ihr aber natürlich anders machen, so wie es ihr besser es findet. Ja, und eigentlich habe ich auf beiden Bögen alle Sticker zusammengesucht, die irgendwie benötigt werden, um den Wagen sozusagen ins Originaldesign zu bringen. Hier oben gibt es nochmal eine kleine Gruppe, ich weiß gar nicht, eine 2 ist damit drin, was der Sticker genau sagt. Wenn das Gruppe A Sticker, der ist ja in der Rennnummer mit drin, damit man die Gruppe genau erkennen kann. Der kommt hier oben überhalb vom Fahrer aufs Dach drauf. Und ja, ich würde mal sagen, ich fange mit so ein paar Stickern an. Setze den ersten Sticker mal dran, der kommt hier auf die Fahrertür. Dafür muss ich aber erst nochmal den Türgriff sozusagen abmachen. Ich klebe den mal kurz hier aufs Fenster. Da müssen wir gleich auch noch was schneiden, das zeige ich aber nochmal extra. Jetzt machen wir hier weiter, wir können Sticker lösen. Die Folie ist wirklich, ich habe die sehr dünn ausgewählt. Nicht jetzt, um hier Geld oder sowas zu sparen, sondern einfach, damit die Konturen nachher viel besser aufliegen und die Folie nicht so dick ist.
So, jetzt wird er angesetzt. Erstmal oben. Ich mache das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller und lasse den jetzt hier nach unten schön andrücken. Das heißt, ich habe den jetzt bündig oben fast mit der Scheibe gemacht. So, jetzt kommt nochmal der Türgriff ab und jetzt schneide ich hier das Blaue weg, was von Tamiya selber sozusagen da drum gesetzt ist, damit der gut auf den Sticker passt. Finde ich aber ein bisschen schade. Hätten sie irgendwie anders lösen können. Denn wenn ich den gar nicht Boxart machen will, dann nervt das ja auch. Jetzt habe ich auf jeden Fall das Blaue abgeklebt und kann jetzt wieder über meinen Sticker drüber kleben. So, hier unten drücke ich noch ein bisschen was an. Und dann machen wir die nächsten Sticker. Jetzt mal hier noch die Nummer 2 oben fürs Dach. Schön ausrichten. Ich gucke mir übrigens auf einem Monitor hier gerade schräg gegenüber genau die Sticker-Fotos an von dem Modell, damit ich genau weiß, wo die hinkommen. Jetzt habe ich nochmal das Bad Homburg hier hingeklebt. Und jetzt nochmal die Rennnummer. Oh, nochmal ausrichten. Die sitzen sehr, sehr knapp unter dem Spiegel. Da muss ich immer noch so ein bisschen freisitzen. Also der Spiegel war sozusagen über den Sticker mit drüber gesetzt. Wenn ihr es original so haben wollt. Ansonsten könnt ihr ein bisschen tiefer nach unten setzen. So, jetzt schneide ich nochmal einen Sponsor-Sticker hier von den Gurten und Rennsitzen, glaube ich, aus. Könnt ihr auch schön rund ausschneiden an den Ecken. Der wird noch oben in die Heckscheibe oder in die Seitenscheibe auf beim Fahrer geklebt. So, jetzt schneide ich mal hier so einen schwarzen Streifen aus. Erstmal eine gerade Kante, oder das reicht schon. Und jetzt noch 1 mm dünnen Streifen, geht nicht auch mit dem Cutter, da braucht man gar keinen Plotter für. Den schneide ich jetzt ab und der kommt hier an die Seite. Das ist beim Golf, gab es hier so einen Kunststoff-Bumper-Rahmen sozusagen. Der ist jetzt bei Tamiya nicht mit eingeplant gewesen. Den habe ich nochmal aufgebracht. Jetzt seht ihr genau die Fuge dafür, ist da sozusagen die Erhöhung, aber da gab es keinen Sticker für. Und in dem Design, wie ich es hier ausgesucht habe, ist der Sticker dabei. Das heißt, ich setze jetzt nochmal so hier die rote Linie vom Golf. Doch nochmal hinten kurz angepasst. Ja, für die andere Seite auch. Da habe ich übrigens schon, ihr seht da, schon so ein bisschen mehr vorbereitet gehabt. Da hatte ich schon ein paar mehr Sticker angebracht gehabt. Wollte nicht gucken, wie die so kleben. Und damit das Video auch nicht ganz so lange geht, weil wenn ich jetzt hier jeden Sticker doppelt anbringe, jetzt hier noch die rote Linie nochmal ausrichten, dass sie schön oben dran sitzt. So, und jetzt kommt noch die Motorhaube dran. Jetzt kommen die transparenten Sticker. Die schneide ich auch einfach schön frei aus. Versucht da immer so keine richtigen Kanten drin zu haben, um das Ganze so rund wie es geht zu machen, damit da keine Fläche ist, wo sozusagen Druck angreifen kann. Je runder das ist, desto besser klebt er. Und den setze ich jetzt so auf, dass der schwarze Strich genau mit der letzten Blauton sozusagen abschließt und dann halt schön rechts und links ausbalancieren, damit der halt gut genau auf der Motorhaube drauf sitzt. Jetzt kommt die Rallye-Nummer nochmal da drunter, also das Rallye-Schild so passend zur Rallye. Jetzt schneide ich hier weiteren Sticker aus. Das ist noch einmal das Nummernschild, was sozusagen hier mit drauf sitzt. Und nochmal der Haupt- oder der Sponsor Pirelli für die Reifen. Die sitzen hier vorne mit drauf. Da einmal kurz gezeigt, gibt es gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich hier noch an der Seite den Hauptsponsor Triumph Adler. Sozusagen, das ist dreimal drauf. Und wie gesagt, vorne das TA ist so in so einem Orange leicht transparent. Und das heißt, da scheinen auch untere Farben ein bisschen durch. Das heißt, hier an der Seite funktioniert das eigentlich noch sehr gut. Auch wenn es auf diesem leicht hellblau ist, fällt das jetzt nicht stark auf. Auf der Heckscheibe oder auf dem Heck habe ich schon ein bisschen mehr Probleme. Denn da ist der Sticker, wird aufgesetzt an der Stelle. Ah, da muss ich erstmal kurz einen anderen noch runternehmen, den ich da Probe da drauf geklebt hatte. An der Stelle wird der auf das recht dunkle Blau geklebt. Jetzt nochmal die Fahrer- und Beifahrernamen mit der Beflaggung. Und ich glaube, die habe ich jetzt hier falsch rum drauf gesetzt. Müsst ihr nochmal genau gucken, dass ihr das richtig habt. Also wer Fahrer und wer Beifahrer ist, ist immer Positionierung sozusagen, je nachdem, wo man sitzt. Das ist einmal umgekehrt. So genau, jetzt schneide ich weiter die Sponsoren aus. Das ist einmal Bildstein und einmal Bosch. Bildstein macht, glaube ich, die Federn. Bosch macht unter anderem die Lichter. Dann haben wir noch Castrol als Öl. Und ganz unten Manhattan, weiß ich gerade gar nicht, was es noch war. So, auf die Heckseite auch. Castrol auch noch nach hinten. Geht alles gerade ein bisschen schnell. So, dann nehme ich jetzt auch wieder nochmal Bildstein und Bosch mal drüber. Schön abschneiden. Und auch hier das Schwarz. Ist recht dünn, aber man kann das eigentlich. Es funktioniert ziemlich gut, finde ich. Also die Farben sind jetzt, kann man sehr gut sehen und sehr gut erkennen. So, richte ich den noch mal ein bisschen mehr aus, war ein bisschen schief. So, und dann habe ich jetzt eigentlich alle Sticker aufgebracht.
Also so sieht der Wagen dann jetzt aus, plus noch hier das an der Scheibe. Und wie es halt sozusagen, wie ich es mir vorstelle, noch nicht ganz, ihr habt es gerade kurz nach hinten gesehen, das mache ich gleich nochmal. Aber so sieht er einfach sehr viel schöner aus und ich finde, so hätte auch sein sollen, wenn Tamir ihn rausbringt. Aber haben sie nicht gemacht und jetzt haben wir hinten noch, ihr seht, dass das TA ist da sehr dunkel geworden. Seht ihr das? Hätte eigentlich transparent oder hätte eigentlich ein kräftigeres sein müssen. Und darum habe ich auch noch auf meinem weißen Stickerbogen nochmal die kleinen Buchstaben ausgedruckt, damit, falls da doch noch was anders ist, falls es nicht ganz so wirkt, könnt ihr die noch benutzen. Ich stelle jetzt einfach mal ganz frei aus. Da gibt es keine grauen extra Linien. Auch im A so ein bisschen. Ich mache jetzt auch da, dass die so einen leichten weißen Rand haben. Gab später auch Versionen, wo es den weißen Rand nicht gab, wo es einfach nur orange war. Aber in der ersten Monte Carlo-Version war sie orange mit einem weißen Strich drumherum. So, jetzt habe ich den hinten drauf geklebt. Jetzt sieht es da auch ein bisschen besser aus auf jeden Fall. Und ja, das ist der Wagen. Inge kommt noch ein Cockpit rein. Und ja, das sind die Sticker, die ihr dafür braucht. Wenn ihr die beiden Bögen habt, könnt ihr damit echt ziemlich viel arbeiten. So ein bisschen Kressgarage habe ich auch noch mit drauf gepackt, weil einfach Platz war. Und was so gibt es jetzt noch? Jetzt zeige ich euch nochmal gleich ein paar von den Bildern, damit ihr genau wisst, wie es geht. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video auf jeden Fall schon so ein bisschen anfangen und wissen, was ihr da jetzt machen müsst. Hier haben wir auf jeden Fall den schönen Wagen, wie ich finde. Machen wir nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, Carporn oder wie nennt man das? Ah ja, da sieht man jetzt auch, dass die Fahrer, also Fahrer und Beifahrer falsch geklebt sind, glaube ich. Der Peter ist nicht der Fahrer, so wie ich das glaube, richtig ist. Aber sieht doch ganz schick aus. Alles dicker gut drauf, vorne Motorhaube. Lichter kann ich nochmal einbauen in dem Video hier oder für das Fahrzeug. Ansonsten könnte man auch die Kotflügel schwarz lackieren, fände ich noch ein bisschen besser. Hier sieht man die Sticker auch nochmal. Ich finde, das harmoniert ganz gut, sieht gut aus. Die Größen passen genau, wie ich sie haben wollte. Rallye Monte Carlo 1987, Startnummer 7, ist ja in Gesamtwertung nachher Sechster geworden. Als 2WD-Wagen hatten sie ein bisschen mehr erhofft, aber dann wurde ja die Gruppe B und die Gruppe B ist geschlossen worden und die Gruppe Projektautos. Und dann gab es noch die Gruppe A und dann sind die ganzen 4WD-Fahrzeuge in die Gruppe A reingerutscht. Und ja, ich finde, er sieht ganz gut aus, lässt sich gut hinstellen. So ein paar Sachen hätte man vielleicht noch ein bisschen ordentlicher schneiden sollen, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ansonsten finde ich den Wagen ganz toll. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten drunter. Ich habe den Stickersatz auch nochmal unten drunter verlinkt und jetzt habe ich nochmal ein paar Originalaufnahmen vom Original Golf, wie er damals Rallye Monte Carlo gefahren ist. Viel Spaß damit. Ich sage jetzt ciao und tschüss, bis bald, euer Chris. Eure Chancen, könnt ihr vorne mitmischen? Ja, es wird schwierig werden gegen die allradgetriebene Konkurrenz, aber wir werden uns bemühen und wenn wir dann die Zweirad-Kategorie gewinnen können, dann sind wir auch schon glücklich. Schnee und eisglatt. Sabi auf Lancia fuhr Bestzeit, aber mit der Startnummer 7 Kenneth Eriksson und Peter Dickmann schaffen diese Prüfung in 2 Minuten und 4 Sekunden. Die dritte Prüfung wurde gestrichen. Es war inzwischen Nacht. Während Eriksson Dickmann sich immer weiter nach vorne arbeiten. Snowbeck und Darniche. Eriksson Dickmann sind schon auf Platz 6.